Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen. Ah, das Eis kerkert das Herz ein. Der Fluch von Kagrenatz und Dagot Ur. Es zu meistern heißt, das Wissen zu besitzen. Die Fundamente, die Dwemer-Schatulle verbirgt es vor mir. Die Schriftrolle der Alten verschafft Einblicke, die tiefer sind als die Tieflinge, um die Öffnung herbeizuführen. Ich habe genug gesehen, um ihre Struktur zu erkennen. Die Krümmung der Luft, die Faltung der Zeit. Aber nein, eine solche besitze ich nicht. Oh, ich bin wohlauf und werde wohl wohlauf sein, dem Willen dieser Wände zum Wohlgefallen. Hier, nun hier, das heißt auf dieser Ebene, Mundus, Tamriel, in der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Seht dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und dürrt geheimes Wissen. Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von dem Sarg, Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Die tiefsten Türen der Dwemer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen oder auch den Verstand.
Wie im Falle von Septimus. Die Dwemer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, raus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von neuem lesen möge. Oh, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dwemer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt, nicht von den Zwergen wisst ihr, die waren bereits fort. Es war jemand anderer, unbemerkt, unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dwemer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Lasst mal sehen. Ich habe hier einen Brief von Quintus Navale in Windhelm. Er sagte, es sei dringend. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los.